Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Ruhrpott Basics. In dieser Folge wollen wir kurz ansprechen, das, was eigentlich das Basicste überhaupt ist, nämlich, was ist eigentlich ein Bebauungsplan? Artikel 28 Grundgesetz, 28 Absatz 2 Grundgesetz bestimmt, die Gemeinde hat das Recht der Selbstverwaltung, darf also ihre eigenen Angelegenheiten selber regeln. Daraus wird abgeleitet, dass die Gemeinde auch Recht setzen darf in ihrer eigenen Angelegenheit. Das sind dann Satzungen. Und zu den eigenen Angelegenheiten gehört jedenfalls seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland auch die kommunale Planungshoheit. Also die Entscheidung der Gemeinde darüber, wie sie sich die Entwicklung in ihrem Gemeindegebiet, die räumliche Entwicklung in ihrem Gemeindegebiet, die Nutzbarkeit der Grundstücke insbesondere vorstellt. Also die städtebaulichen Entwicklungsperspektiven gehören zur Selbstverwaltung. Und um das ausüben zu können, um diese Selbstverwaltung hier ausüben zu können, gibt es im BauGB jede Menge Vorschriften darüber, wie die Gemeinde diese kommunale Planungshoheit auszuüben hat. Und dabei verweise ich insbesondere auf § 1 Absatz 3 BauGB, mit dem wir uns in einem anderen Ruhrpott Basics auch nochmal beschäftigen werden. Das heißt, es ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, wenn und soweit es städtebaulich erforderlich ist, Bauleitpläne aufzustellen. Die Bauleitpläne, die im BauGB vorgesehen sind, sind also der Weg, in dem die Gemeinde ihre Planungshoheit im räumlichen Bereich ausüben muss. Aber auch nur darf, wenn es städtebaulich erforderlich ist. Also nicht aus allgemeinpolitischen Erwägungen, sondern immer nur aus städtebaulichen Erwägungen. Die Bauleitplanung ist zweistufig, Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan und der Bebauungsplan als verbindlicher Plan, der dann für die einzelnen Grundstücke die Nutzung, die Nutzungsart und das Nutzungsmaß, die überbaubare Grundstücksfläche und so weiter vorgibt. Der Bebauungsplan wird von der Gemeinde auf der Grundlage der allgemeinen Planung im Flächennutzungsplan in einem Planungsverfahren entwickelt. Dazu gehören insbesondere zweistufige Beteiligungen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der anderen möglicherweise beteiligten Behörden, dann die förmliche Beteiligung. Daraus entwickelt dann die Gemeinde ein Planungskonzept, einen Planungsentwurf und dieser Planungsentwurf wird dann vom Gemeinderat als Satzung, also als Rechtsnorm beschlossen. Dieser Satzungsbeschluss des Gemeinderats, der ist letztlich die Abwägung, § 1 Absatz 7 BauGB, gerechte Abwägung aller öffentlichen und privaten Belange, mit der dann der Gemeinderat die Verantwortung für den Bebauungsplan übernimmt und sagt, so wollen wir das haben, so ist es aus unserer Perspektive abgewogen. Und dieser Satzungsbeschluss im Gemeinderat, der wird dann in der Gemeindeverwaltung vorgehalten, in aller Regel auch ins Internet eingestellt und ist dann die Grundlage für die Zulässigkeit von Vorhaben im Planbereich, auch ein anderer Ruhrpott Basic über die Zulässigkeit nach § 29 folgende BauGB, insbesondere § 30 Vorhaben Zulässigkeit im Bereich eines Bebauungsplans. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da.